unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz und unbewusste Kompetenz. Und ich hoffe, dass das klar wird. Es geht immer um unbewusste Kompetenz. Es geht nicht nur um bewusste Kompetenz. Das kann ich auch mal deutlich machen, aber ich mache es mal ein bisschen platt deutlich. Unbewusste Inkompetenz. Also zum Beispiel ein 12 Monate altes Baby weiß nicht, dass es nicht Auto fahren kann. Das ist keine Schwierigkeit. Also unbewusste Inkompetenz macht gar nichts aus. Bewusste Inkompetenz, so ein 8-Jähriger weiß, mindestens mal, er darf nicht Auto fahren. Ja? Das weiß er. Also bewusste Inkompetenz. Bewusste Kompetenz, jetzt lernt jemand Führerschein, heute kann man schon mit 16, 17 das Ganze machen. Wenn da jemand daneben sitzt und einfach da mitfährt und dann merkt man einfach mal, wenn der Fahrlehrer sagt, Kupplung drücken, Gang reinmachen, Rückspiegel achten, rumdrehen, gucken, was kommt, und ganz langsam ein bisschen Gas geben, Kupplung rauskommen lassen. Und auf einmal kommen so viele Dinge auf einen zu, das ist der Wahnsinn. Und am Anfang sieht es eben nicht so toll aus. Das ist bewusste Kompetenz. Und es ist gar nicht so einfach. Aber trotzdem, es geht um Aufbau bewusster Kompetenz. Und wer heute Auto fährt und schon oft Auto gefahren ist, wie ich bin mehrere hunderttausend Kilometer Auto gefahren in meinem Leben, da weiß ich manchmal gar nicht mehr, wo ich gerade gefahren bin schon. Das wird alles automatisch gemacht. Ja? Da legt man den Gang ein und fährt los. Man muss ja immer überlegen, dass man jetzt was man alles machen muss: Rückspiegel reingucken, umdrehen, ob niemand kommt, Blinker setzen und so weiter. All die Sachen gleichzeitig machen, das macht man schon automatisch. Das ist unbewusste Kompetenz. Ich brauche da gar nicht mehr drüber nachdenken. Und aber so ist oftmals auch im Zusammenleben von Menschen. Auch hier muss ich wieder ein bisschen pauschal bleiben, zeigt mir das, aber. Unbewusste Inkompetenz. Wisst ihr, manchmal treffen sich Menschen zu einer Familienfeier. Und der Partner sagt zum anderen, aber hör mal, gell, ich will heute kein Theater haben, wenn wir da bei den Eltern oder Schwiegereltern oder sonst was sind. Ich hoffe, dass du die Klappe halten kannst. Und dann sagt die Person, ich habe hier abgeschlossen, du wirst von mir keinen Ton hören. Und so auf der Heimfahrt sagt dann der Partner, ja, was war das mit hier abgeschlossen? Das war ja furchtbar. Du hast ja gar nicht mehr eingekriegt. Das war ja abartig, wie du dich wieder benommen hast. Und dann sagt die andere Person, ja, und der hat auch gesagt, so und was weiß ich was. Also wusste gar nicht, was da abgeht. Das redet man von unbewusster Inkompetenz und das ist oft der Fall. Es ist nicht nur ganz selten der Fall, es ist oft der Fall. Dann bewusste Inkompetenz. Das wissen manche Leute schon, die können alles reden, aber bleiben wir bei den Männern ein bisschen, Nationalmannschaft oder FC Bayern München oder so, es geht gar nicht. Ja? Und ich bin ja so ein Anhänger von Bayern, wenn ich das im Seminar sage, habe ich immer schon halber verspielt, weil das sind ja die Feinde in Deutschland oder so ähnlich, also so kommt man es jedenfalls vor. Aber was ich sagen will, wenn man über manche Themen nicht reden kann, Urlaubsvertretung, Weihnachtsgeld oder was weiß ich, also all die Dinge, Weiterbildungsmaßnahmen, dann werden die Themen so ein bisschen ausgeschwiegen. Ja? Und wo wir heute und wo mit DISC auch davon reden, ist auch über schwierige Themen, auch in einer guten, vernünftigen Art reden zu können, so bewusste Kompetenz sich anzueignen, wirklich auch weiterzukommen und zu merken, wenn Menschen anders sind, dann ist das nicht schlechter als das, was ich mache, sondern es ist einfach anders. Und wenn Menschen einfach nicht so begeistert sind, dann ist es gar nicht wild. Die müssen nicht alle so sein wie ich. Und so den Leuten helfen, einfach dran zu kommen. Aber unser Ziel ist, dass daraus unbewusste Kompetenz entsteht. Dass Menschen einfach auch gar nicht mehr großartig nachdenken können, sondern von Hause aus einfach gut reagieren. Manche Leute sagen zu mir, sag mal, Friedbert, wenn du neue Leute triffst, dann kennst du die alle. Und dann sage ich, nein, mache ich nicht. Warum? Ein gutes Gefühl dabei, wie das funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich zurück und sage, was ist da schiefgelaufen? Was habe ich falsch gemacht? Und das bin immer ich. Also, wo es falsch macht, ist ja nie der andere. Ja, klar. Und das meine ich auch ganz im Ernst. Das ist so. Ja? Also, dass wir das einfach auch verstehen und wie das auch so ist. Und das hat ja mit dem zu tun, wie wir vorwärts gehen, was wir alles da tun und so. Also, aber trotzdem,
auch nochmal, wie wir motiviert werden. Und gerade wenn wir mit anderen Menschen arbeiten, dann müssen wir wissen, jeder Mensch hat seine eigene Motivation. Und Fred Malik sagt, wir können andere nicht motivieren, aber wir können viel dafür tun, dass wir sie nicht demotivieren. Dann kriegen die sich schon motiviert. Ja? Also jeder hat seine eigene Motivation. Also heißt ich, also gewöhnlich tun die Menschen etwas, weil sie es wollen und nicht, weil jemand anders das will. Da ist schon so viele gute Beispiele auch miterlebt, dass Menschen denken, sie haben jemanden begeistert und sie haben jemanden motiviert und später haben sie festgestellt, nee, es war was ganz anderes, als sie gedacht haben. Das ist wichtig, dass man ein Grundverständnis hat. Also es ist nicht einfach, Menschen zu etwas bewegen, wo sie selbst nicht motiviert sind. Es geht immer darum, und zwar immer geht es darum, den Leuten zu helfen, dass sie ein Umfeld finden, wo sie sich selber auch wirklich gut motivieren können. Was ich auch noch voraussetzen will, ist einfach mal, wir reden oft von vier Spannungsfeldern, die da sind. Und der Spannungsfeld ist wie ein Chaos gebildet, weil es letztlich auch ein bisschen mit Konflikten zu tun hat. Und das erste Spannungsfeld ist der Konflikt mit mir selbst. Und jetzt sind hier auch viele Trainer dabei und auch viele erfahrene Leute. Und es gibt einfach Menschen, die mit sich selber nicht klarkommen, die sich selber nicht leiden können. Die immer anders sein wollen als das, was sie selber sind. Das Problem, sagen wir, intrapersonell. Und ich weiß doch, ich habe mal ein Coaching mit jemandem gemacht, die hat dann sich selber überhaupt nicht mögen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich nenne sie mal Marie, hör mal Marie, wenn du mal wieder nackig vorm Spiegel stehst, dann sagst du dem Spiegel, boah, hier steht ein toller Mensch. Jetzt hat sie zu mir gesagt, Friedwald, das wird das ganze Leben nie passieren. So hat sie es zu mir gesagt. Und wisst ihr, wenn sowas da ist, dann hat jemand kein Ja zu sich. Und dann ist aber der nächste Konflikt schon vorprogrammiert. Weil dann kann man einfach auch sagen, wer kein Ja zu sich hat, der hat oft auch kein Ja zu anderen. Oder wer zu sich selber hart ist, der ist auch oft zu anderen hart. Oder wer sich selbst nicht vergeben kann, kann auch oft anderen nicht vergeben. Und dieses Spannungsfeld nennen wir praktisch interpersonelles Konflikt. Und ihr kennt solche Leute, also wenn ihr schon mal auch Führungsaufgaben hattet und habt Menschen drin, die sich selber nicht mögen, wo ihr wisst, da ist, die können sich selber nicht riechen, dann ist es oft schwierig, auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Der dritte Fall ist einfach mal der Konflikt mit meiner Rolle, das Spannungsfeld mit meiner Rolle. Sagt einer, wir haben wirklich einen tollen Betrieb, aber ausgerechnet, also ich muss mich jetzt um Azubis kümmern. Können die etwas Gescheites machen? So hat die Person das gesagt. Und kann nur sagen, mit Azubis habe ich die Erfahrung oder die besten Erfahrungen gemacht, die ich schon in meinem Leben gemacht habe. Die schönsten Seminarerlebnisse habe ich schon mit Azubis gehabt. Also, wenn man ein Ja zum Umfeld hat und ein Ja zu meiner Rolle, kann nur sagen, toll. Ja, also da kann man wirklich viel, viel leisten. Also es geht um den Konflikt meiner Rolle, dass das auch klar wird. Und der Konflikt mit meiner Organisation. Ich erzähle jetzt immer die in den alten Karlauer da, dass Gallup ja jährlich so eine Studie rausbringt, wie groß ist einfach mal das Engagement, also wie ist die Verbindung zum Unternehmer. Und das liegt in Deutschland gerade bei 14%. Und dann kann man nur sagen, da ist Deutschland noch ganz gut dran. Es gibt Länder wie zum Beispiel Rumänien oder Ungarn, da ist es bei 7 und 8%. Und dass man sich mal vorstellen kann, kein Ja zur Organisation zu haben. Ein junger Mitarbeiter oder ein neuer Mitarbeiter ist abends auf dem Parkplatz unterwegs und geht zu so einem gestandenen Mitarbeiter hin, der gerade nach Hause fahren will und sagt, sieh, den ganzen Tag bin ich schon am Fragen. Wie viele Mitarbeiter arbeiten eigentlich hier? Und dann guckt ihn der an und sagt nach kurzer Zeit zu ihm etwa die Hälfte und geht dann weiter. Ja, also das sind Leute, die sind unzufrieden am Unternehmen. Aber auch hier möchte ich sagen, zum Beispiel Kritiker werden oft als zu kritisch erlebt. Kritiker ist ja nicht egal, was los ist, deshalb kritisieren sie ja. Menschen, die nichts mehr sagen, ist es viel anders. Und all die Dinge, die brauchen wir auch, wenn wir praktisch auch über Persönlichkeitsentwicklung nachreden.
dass ich, wenn ich über Disk rede, muss ich die Dinge vorher reden, weil die gehören da dazu. Wenn ich da praktisch auch weitermache, dann kann man sagen, dieses Bild kennen auch viele. Ja, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Also wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er vom Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Dieser geniale Satz stammt von Albert Einstein. Klar, der Goldfisch kann nicht auf den Baum klettern. Aber auch der Elefant, jedenfalls der Baum ist nicht mehr so wie vorher. Also auf jeden Fall, das geht nicht alles gleich, ja. Aber jeder ist ein Genie auf seine Art. Deshalb geht es darum, den anderen in einer guten Art und Weise zu sehen. Und das ist das, was dies macht. Seht die Menschen wertschätzend in einer guten Art und Weise. Also über Unterschiede in einer respektvollen, neutralen Weise reden zu können, ist das, was wir hier erzielen wollen. Ja, und Johari-Fenster kennen auch manche, auch da möchte ich nur ganz kurz dabei bleiben. Und da geht es einfach darum, das sind die vier Bereiche, die Arena, die Maske, der blinde Fleck und unausgeschöpfte Potenziale. Und wenn man das mal so ein bisschen sieht, dann merkt man einfach mal, es gibt zwei Richtungen, und zwar Dinge, die mir bekannt sind und Dinge, die mir unbekannt sind. Und es gibt Dinge, die anderen bekannt sind, anderen unbekannt sind. Und die Arena, die ist uns oft bekannt. Die kennen wir voneinander, auch im Unternehmen, auch in der Familie. Die Arena ist klar. Aber die Maske ist oftmals nicht so klar. Also warum tut jemand was? Und vor vielen Jahren habe ich hier mal eine Führungskraft gehabt, die hat, nennen Sie mal, mit der Frau Meier relativ rustikal gesprochen. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, machst du einen ganz guten Führungsjob, aber warum immer dieser Ton mit der Frau Meier? Und da hat er mir eine Situation erläutert, wo sie zuständig war und schon ganze Zeit der Sache nicht nachkommt. Und ehrlich, als Geschäftsführer war ich froh, dass sich Führungskraft darum kümmert, dass sich Dinge verändern, und habe den Ton besser verstanden. Ja, sogar ich habe selber auch gesehen. Ich habe es vorher nicht gesehen, aber dann habe ich es plötzlich auch gesehen. Das sind die Dinge, also was eine Maske bringt, aber da brauche ich die Bereitschaft dazu, dass mir der andere erklärt, warum er wie handelt. Ich glaube, das ist wichtig. Oder blinder Fleck. Ja, der blinde Fleck ist auch etwas, was wir bis unser Lebensende haben werden. Aber gerade so der blinde Fleck ist natürlich so eine Sache, wo man dann sagen könnte, kommt er immer raus, ist er immer klar? Und der Lothar Salver, den wahrscheinlich auch viele kennen, der hat am Anfang meiner Trainerkarriere schon mir ab und zu mal den Kopf gewaschen. Und irgendwann hat er mal zu mir gesagt, du Friedbert, warum schreist du mich an? Habe ich zu ihm gesagt, ich schreie nicht. Dann sagt er, doch, du schreist, ich kann gut hören. Du schreist, du machst wie die alten Griechen, den Verkünder einer schlechten Nachricht erschlägst du. Und so machst du es. Oh, hat mich das getroffen. Will nur sagen, das sind so Sachen, so blinde Flecke, da dran zu gehen. Das bedingt einfach, dass ich bereit bin, zuzuhören. Und tut mir das gut oder will ich das? Nein, meistens will ich es nicht. Und es bricht mich auch an. Also am liebsten würde ich gar nicht zuhören. Aber es ist so wichtig, dass ich zuhöre und dass ich davon was lerne. Weil jetzt kann ich reagieren. Und selbst meine Frau hat schon gesagt, warum wirst du laut? Und sagt, wir nicht laut, doch, du wirst laut. Kann ich daran arbeiten? Gelingt es immer? Nein, aber die Messlatte, die steigern wir, die legen wir höher und reißen die auf wie viel später. Und das ist das, was man lernt. Das ist mit Persönlichkeitsentwicklung gemeint. Nicht perfekt werden. Unausgeschöpfte Potenziale. Und da denken wir noch, Frau von Ken Blanchard, von diesem Minutenmanager, die gesagt hat, wer an sich selber arbeiten will oder Persönlichkeitsentwicklung ohne persönliche Risikobereitschaft, gibt es nicht. Ja, ich muss mich auch da Neues einlassen, auf was anderes einlassen. Das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich da wirklich weitergekommen bin. Ich möchte das schon mal verlassen und ich gehe unserem Zwiebelmodell. Und jetzt komme ich näher zu dem. Und man muss einfach mal sehen, ganz in unserem Inneren gibt es genetisch bedingte Persönlichkeitswesenszüge. So hat es Cattell einfach benannt. Raymond Cattell, ein englischer Psychologe, der da einfach so 35 Merkmale gemacht haben, auch manche davon, die wir nie so sehen würden, wie zum Beispiel Körpergröße oder Augenfarbe oder Haare.
oder so. Also Dinge, die würden wir nie zur Persönlichkeit stecken. Doch, der hat sie dazu gesteckt. Aber auch ganz Dinge, die wir auch dazu machen. Im letzten Teil, also um 1860, 70, 80 rum, also hat es einen großen Streit gegeben. Wie kommen Menschen auf die Welt? Und ein englischer Philosoph hat gesagt, gib mir ein Baby und ich mache ihn zum König oder zum Bettler. Das ist heute mehr als widerlegt. Wir kommen alle mit Persönlichkeit auf die Welt. Wir haben alle Gene mitbekommen von unseren Großeltern, von unseren Eltern, also von unseren Vorfahren. Geht manchmal dritte, vierte, fünfte Glied. Ja, und also genetisch bedingt die Persönlichkeitswesenszüge. So kommen wir auf die Welt. Eine Frau hat mal mir gesagt, ihr zweiter Sohn, der hat sie schon, als sie schwanger war, im Bauch getreten, und da tritt sie auch heute noch. So hat sie es mal ausgedrückt irgendwann, ja. Also er zeigt einfach mal, dass wir manche Dinge auch echt beibehalten. Und dann kann man auch noch sagen, wenn wir da ein bisschen weitermachen, die genetisch bedingten Persönlichkeitswesenszüge, da kommen dann danach die Kernpersönlichkeit. Und da gibt es wesentliche zwei Quellen. Erik Erikson, der zeitlebens interessiert war, wie bekommt ein Mensch Identität? Wie geht denn das? Er hat dann ganz einfach gesagt, er verläuft im Lauf seines Lebens durch etliche Krisen, und am Ende steht die, also nicht am Ende, sondern die größte Krise ist die Adoleszenz. Und das ist so der Zeitrahmen, wo sich viel Identität bildet. Also das ist die Hauptsache. Heute würde man auch sagen, dass wir lernen bis unser Lebensende. Das hat man früher nicht gedacht. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch einen Ausbildungsberuf, und da hat man irgendwann ausgelernt. Also ganz schlechter Begriff. Und überhaupt nicht gut. Aber wir lernen immer dazu. Und die Universität in Jena und in Regensburg hat auch belegt, dass selbst 80-Jährige neue Neuronen anlegen und praktisch und die benutzen. Also Erik Erikson, wie bekommt ein Mensch Identität? Und Jean Piaget, der hat bei seinen Kindern beobachtet und später bei ganz vielen anderen, und hat kleinlich beschrieben von der Geburt auch eben bis zu 15, 16 Jahren, wie sich Menschen entwickeln und was man erwarten kann. Und das ist interessant, wie er das sagt, ja. Und die Frage ist einfach mal, wie können wir Menschen lernen? Und da gibt's jetzt einfach mal so eine Aussage, und zwar von beiden, sowohl von Erik Erikson als auch von Piaget, dass mit 6, 7 Jahren so eine Art Grunderfahrung gesammelt worden ist, die eigentlich ausreichend sind, dass wir durch ein ganzes Leben kommen. Und ich sage das manchmal auch im Verkaufsseminar, wenn wir im Verkauf zum Beispiel ein natürliches Verkaufsverhalten haben, also natürliche Verkäufertyp sind, dann haben wir das im Alter im Normalfall unter 5 Jahren schon gelernt. Ja, also solche Dinge lernen wir oft sehr früh. Wie haben wir es geschafft, dass unsere Windeln gewechselt worden sind, dass wir gefüttert worden sind, dass wir noch länger aufbleiben durften oder was? All die Dinge spielen da einfach eine große Rolle. Aber trotzdem, es rüttelt und schüttelt sich noch manches, und die Frage ist einfach, was können Menschen lernen? Und etwa seit dem Jahr 2010 gibt es eine neue Wissenschaft, die hat es vorher so nicht gegeben, und zwar die Epigenetik. Also was kommt nach der Genetik? Und man weiß einfach, jeder Mensch hat etwa 22.800 Gene, ein paar hundert hin, ein paar hundert her oder etwa so in der Richtung. Und wir setzen die ein, und manche und nur wenige hundert davon sind eingeschaltet. Und wir wissen heute, durch unser Lernen, durch unser Denken, durch unser Fühlen, durch unser Wollen können wir sogar das Ein- und Ausschalten von solchen Genen verändern. Und wir sind nicht abhängig von unseren Genen, um da was zu machen. Also ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist. Und dann ist natürlich klar, dann kommen unsere oberflächlichen Verhaltenswesenszüge, und die sind umweltabhängig. Ja, also auch das muss man sehr deutlich sagen. Die Schule, im Kindergarten, da kommen die Kinder rein, und dann kommen die mit ganz, ganz frischen Worten aus dem Kindergarten zurück und sind begeistert, dass sie auf einmal zu allem Arschloch sagen können, als Beispiel. Oder irgend sowas. Also wirklich, die kommen daran. Oder Peer Groups, das sind die gleichaltrigen Gruppen, 14, also 12, 13, 14, 15 Jahren, wenn Eltern entsetzt sind und sagen, du, die glaube jetzt den ihrer Freunde mehr als mir, und so, was aber völlig normal ist. Dann auch nochmals zu sagen, Partnerschaft oder Familie, auch das hat einen großen Einfluss.
Wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich darüber reden, wie zum Beispiel Menschen, wenn sie in ihre Familie zurückkommen, auf einmal ganz andere Verhaltensweisen zeigen. Bis dahin, dass mir mal ein türkischer Migrant mal erzählt hat, dass wenn er 3 Tage in der Türkei ist, dass er sich dann türkisch verhält, als Beispiel. Ja. Also all die Dinge spielen eine große Rolle. Oder Klima und Kultur spielt eine Rolle. Oder die Ausbildung und das Arbeitsleben. Habe ich einen tollen Ausbilder gehabt? Habe ich Glück im Leben gehabt? Habe ich ein schlechtes gehabt? Habe ich Pech im Leben gehabt? Das muss man wirklich auch so sagen. Also von daher ist es wichtig, dieses Zielmodell, also in welches Umfeld sind wir eingebettet. Und jetzt möchte ich einfach nochmal von dem Wahrnehmungsmodell erzählen, um ein bisschen auch nochmal mehr reinzukommen. Damit ihr später in den einzelnen Workshops auch noch ein bisschen mehr von DISC auch versteht. Und zwar, es gab einen Psychologen namens Marston, der hat nie einen Fragebogen entwickelt oder irgend so etwas, sondern der hat einen Lügendetektor entwickelt und der hat festgestellt, es gibt Menschen, die sich als stärker einschätzen als andere, es gibt Menschen, die sich als stärker einschätzen, als schwächer einschätzen als andere. Also, der hat nicht gesagt, die sind stärker oder die sind schwächer, sondern die schätzen sich stärker ein oder die schätzen sich schwächer ein. Er hat noch so ein Kreuz reingemacht und hat da einfach mal ungünstig und günstig reingeschrieben und hat dann einfach gesagt, und aus diesen ergeben sich 4 Dimensionen, die meisten kennen die schon, wenn das Umfeld als ungünstig erkannt wird und ich selber aber trotzdem mich als stärker fühle. Dann heißt es dominant, bei günstig und stärker heißt es initiativ, bei günstig und schwächer heißt es stetig und bei ungünstig und schwächer heißt es gewissenhaft. Also, dass man einfach mal sieht, das Wahrnehmungsmodell. Und da möchte ich euch nochmal so kurz 2, 3 Dinge auch sagen. Und zwar stellt euch mal Folgendes vor: dominant und stetig. Ich nehme mal die 2, so die gegenüberliegend sind, ja, dominant und stetig. Die gehen miteinander ins Kino, kommen nach dem Kino raus und gehen die Fußgängerzone entlang und wollen miteinander einfach noch was essen gehen und laufen so miteinander. Und jetzt kommt plötzlich von der anderen Seite auch eine Gruppe und man muss ausweichen. Und ich glaube, es kann sich schon jeder ganz gut vorstellen, wer da ausweicht und wer da bleibt. Ja, dominant weicht eben nicht so schnell aus, sondern die gucken den anderen ins Gesicht und sind mal gespannt, wenn die rechts und links wegspritzen. Ja, also, weil sie einfach wissen ganz genau, ich bleibe. Und irgendwann werden die anderen gehen. Also die legen es einfach mal drauf an. Jedenfalls, das werdet ihr immer wieder feststellen, wenn jemand Dominanz zeigt, dann wird er bleiben. Wenn jemand Stetigkeit zeigt, dann hat er so Gedanken wie zum Beispiel, das macht doch gar keinen Sinn. Ich muss doch nur einen Schritt auf Seite gehen. Warum soll ich da Kämpfchen anfangen? Das ist doch sinnlos. Also was ist denn das? Das ist doch Hirnrisiko. Ja, ich muss nur einen Schritt auf die Seite gehen und wir kommen beide ineinander vorbei. So beurteilen die das. Machen wir weiter. Initiativ und gewissenhaft. Es geht um Einkauf von Büroartikeln. Und das kann man einfach telefonisch machen oder schriftlich. Und ihr könnt euch vorstellen, gewissenhaft wird die Schriftlichkeit bevorzugen. Und initiativ wird im Normalfall das Telefonische bevorzugen. Weil da habe ich es vielleicht auch gemacht. Das ist einfach ganz gut. Und es funktioniert wie ein Einser. Also, dass man sich das mal so vorstellen kann, gewissenhaft wird zum Beispiel als Antwort geben, ja, ich habe schon jetzt gar keinen Beweis, dass ich was bestellt habe. Und aber der Hintergrund ist ja, dass gewissenhaft schon bevor er überhaupt was bestellt, mitrechnet, dass es schief geht. Also er fühlt sich selber als schwächer und selber sieht das Umfeld als ungünstig, ob der überhaupt aufpasst, ob der mir das überhaupt liefert, bin gar nicht sicher. Und so weiter. Und dann heißt save your ass und schreib ein E-Mail. Ja? Das ist das, was der macht. Das sichert sich ab. Dass er es beweisen kann. Zum Schluss. Initiativ denken, ach mein Zettel ist so negativ. Der wird schon liefern. Und wenn nicht, rufe ich morgen früh nochmal an. Also so ist es einfach mal. Und das ein bisschen anders zu zeigen, mache ich mit dem Kreuz. Guck mal, es gibt Leute, die kommen aus ihrem Schneckenhaus heraus. Und es gibt Leute, die bleiben eher drin. Und es gibt Leute, die arbeiten gern mit Menschen. Und es gibt Leute, die arbeiten gern für Menschen. Und wenn man die wieder nimmt, dann wisst ihr schon, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und wenn man die dann so ein bisschen mal betrachtet, dann kann man einfach mal sehen, wenn man denen einfach mal ein Tier zuordnet, hier haben wir den Tiger. Jeder, das einmal eins Buch hat, der kennt das Bild ja auch schon. Ja? Also ist der Tiger da. Der Tiger, da wo der hinschlagt, da tut's weh.
Ja, und trotzdem, der muss in einer relativ kurzer Zeit seine Sachen auch erledigen können. Der kann nicht 100 Kilometer Tiere jagen oder so. Nein, der muss es innerhalb von wenigen 100 Metern erreicht haben, sonst geht ihm die Puste aus. Und bei Initiative ist der Affe gezeigt. Nicht, hat ja nichts mit Affig oder so zu tun, aber müsste man Affenkäfig im Zoo gehen. Wenn da niemand dasteht, ist total ruhig. Da wird es erst laut, wenn Leute kommen und sagen, oh, guck mal, da stehen der. Und auf einmal werden die aktiv. Ja? Dann bei Stetig ist der Elefant da. Der Elefant ist einfach eine Uno, also der ist wirklich so gut. Ein Arbeitselefant kann Unglaubliches leisten. Als kleines Baby wird er an Strick gebunden und kann sie nicht losreißen. Dann hat er gelernt, okay, ich bleibe da. Und selbst als großer Elefant bleibt er noch da, in einem dünnen Strick, den er schon lang losreißen könnte. Und der tut Unglaubliches arbeiten. Das ist praktisch das Bild dahinter. Und Gewissenhaftigkeit könnt ihr auch sehen, da ist die Ameise benannt. Und da kann man auch sehen, die Ameise, es gibt kaum eine Struktur oder Ameisenvolk, was nicht eine ausgezeichnete Struktur hat. Letztlich weiß jede Ameise, was sie zu tun oder was sie zu tun hat. Es ist genau geklärt, wo sind die Gänge, wo ich rein darf, wo ich nicht rein. Also ganz, ganz viel Ordnung, ganz viel Klarheit ist da. Und einfach mal das zu sehen, und da könnt ihr sehen, das kann man auch beschreiben. Natürlich ist dominant direkter, herausfordernder, entschlossener und energischer. Oder initiativ. Natürlich sind die inspirierender, gesprächiger, geselliger. Oder Stetigkeit. Natürlich tun die auf Stabilität, auf rücksichtsvoll sein achten oder auch gutmütig sein und ausgleichend sein. Und natürlich, wenn man gewissenhaft sieht, dann sind die eher gründlich, eher exakt, halten sich an Dinge, sind logisch und sind auch vorsichtig.